Sehr liebe Damen und Herren der Vorsorgekasse, es stimmt, ich habe auf Ihr Schreiben erstmalig nicht reagiert und jetzt auch beim zweiten Mal die Erinnerung werde ich auch nicht reagieren, aber ich möchte Ihnen eine Begründung geben und per E-Mail geht das meistens schwierig. Das kommt manchmal auch sehr blöd rüber. So eine E-Mail ist ein kaltes Medium, deswegen hier ein kurzes Video. Ich bitte Sie, sollte ich bei meinen Gedanken einen Fehler haben, dann korrigieren Sie mich, denn es könnte natürlich sein, ich habe zum Thema Geld und Banken sehr viel recherchiert und es könnte natürlich sein, dass mir da ein Fehler unterlaufen ist, dann werde ich natürlich die Dokumente nachbringen und ansonsten erzeugt es kein gutes Gefühl, da bei so einer Pseudo-Aktion mitzutun. Und eigentlich denke ich mir, wofür mache ich das? Aber wie meine ich das? Nämlich auch Pseudoaktion. Aufmerksam auf das ganze Thema bin ich geworden durch ein Zitat von Henry Ford. Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, dann hätten wir vor morgen früh die Revolution. Ich dachte mir, ich verstehe es, bis mir dann klar wurde, dass Banken aus dem Nichts ohne Rücklagen, ohne irgendwelche Sicherheiten, einfach bei der Kreditnahme das Geld kreieren. An sich ist das ja schon perfide. Wieso darf eine Bank Geld schaffen und ich nicht? Aber gut, lassen wir mal so kleine Details. Das viel perfidere oder das Gemeinere an diesem System ist ja, dass die Bank ja immer nur die Kreditsumme entwirft und aber Zinsen auch dann zurückverlangt. Diese Zinsen hat sie nie erschaffen. Soweit, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn dieser Tisch also der Wirtschaftsraum ist und da sitzen fünf Leute und fünf Leute nehmen sich je 100 Euro Kredit auf, habe ich im Wirtschaftsraum 500 Euro. Diese 500 Euro verlangt ja die Bank aber nicht nur zurück, sondern sie verlangt auch Zinsen, sagen wir 10%, und verlangt 550 retour. Die 50 wurden aber nie in den Wirtschaftsraum geschleust. Es bedarf immer neuer Kreditnehmer, damit deren Kreditsummen für die Zinsen der alten Krediten immer aufgebraucht wird. Dieses Geld wegnehmen für meine Zinsen einem anderen Kreditnehmer, von einem anderen Kreditnehmer, das nennen wir dann gut wirtschaften. Man lässt uns, das Volk, sich gegenseitig gerne in die Goschen hauen. Das haben wir ja dann auch schon in der Schule gelernt, dieses Gegeneinander. Und somit haben wir eine Kultur, die geprägt ist, wo wir aus Krankheit ein Geschäft machen, wo wir Lebensmittel so verändern, dass sie im Endeffekt fast keine Lebensmittel mehr sind. Aber Hauptsache, es dient alles dem Profit. Das geht natürlich gut nach einem Crash, nach einem Krieg. Wenn dann die Gesellschaft eine Hochkultur erreicht hat und weniger Kredite aufgenommen werden, dann kollabiert das System, weil dann steigen ja die Zinsen exponentiell. Ich habe diesbezüglich mit meiner Hausbank telefoniert und wollte das schriftlich haben, ob ich das jetzt so verstanden habe. Da wurde mir telefonisch bestätigt, dass das so ist, man mir das aber nicht schriftlich geben will. So, und auf diesem System aufbauend verlangt ihr jetzt von mir eine Ausweiskopie und ein Unterschriftenblatt bezüglich Legitimation wegen Geldwäschegesetz. Wie kann man, und da frage ich Sie, wissen Sie, ich bin Pappenschlosser, ich bin Zahnarzt und Sie werden im Internet sehr viele Videos finden, wo ich darüber rede, dass wir aus Krankheit ein Geschäft gemacht haben, nicht nur in der Zahnmedizin, in der gesamten Medizin. Ich versuche diesen Irrsinn durch Taten, Handlungen zu beenden. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Schreiben und meine Unterschrift und so tun, wie wenn das jetzt wirklich was Wichtiges wäre und, boah, und Banken und Betrügereien, wie wenn ich da mit tue, wie wenn das etwas an der Sache ändern wird. Im Gegenteil, es verursacht bei mir so ein Gefühl wie des Kaisers neuen Kleider. Man rennt da mit, man steckt seinen Kopf in den Sand und tut halt so, naja, ja, das ist halt so. Und das erzeugt in mir kein gutes Gefühl. So wie ich das sehe, ist das Bankensystem an sich ein Verbrechersystem, weil es die Gesellschaft immer wieder zu neuen Kriegen zwingt. Und auf der anderen Seite ist wenn man jetzt hier über Geldwäsche spricht, ist ja klar, dass die Geldwäsche im großen Stile ganz woanders stattfindet. Konzerne, die Verflechtungen haben, Firmengeflechte, Irland, Panama und was weiß ich was. Und so im großen Stile
offiziell das Geld an den Steuerzahlern vorbeischieben. Und all das zusammen führt dazu, dass ich mir dann einfach verarscht vorkomme, wenn ich hier so ein Schreiben bekomme, wo sie mich bitten, meine Unterschrift, ich als kleiner Pappenschlosser, was soll ich für Geld waschen? Wieso schaut ihr Banken, Politiker bei großen Konzernen einfach weg? Wieso geht ihr uns mit solchen Legitimationen am Nerv? Das erzeugt in uns nur ein Gefühl, wie wenn wir so wichtig wären. Und im Endeffekt sind wir die hilflosen Konsumenten, die tagtäglich verarscht werden. Und wie gesagt, noch einmal, ich bitte Sie, wenn ich irgendwas falsch sage, korrigieren Sie mich, denn häufig verursacht der Erzähler ein ungutes Gefühl und man ist dann böse auf den Erzähler und denkt nicht nach über das Erzählte. Denn ich kann ja nichts dafür, dass das System so ist, wie es ist. Mich würde es auch interessieren, vielleicht liege ich ja irgendwo falsch. Wenn es aber so ist, dann würde ich Sie bitten, Ihren Grant nicht gegen mich zu richten, sondern sich zu überlegen, wie könnte man das System ändern. Denn es wird ja nicht besser, wenn ich da jetzt mitspiele. Sie wissen, weiß nicht, inwieweit Sie geopolitisch interessiert sind. Die halbe Welt spielt verrückt, die Amerikaner greifen ein Land nach dem anderen an, überall wird geredet vom Verteidigungsministerium, es ist ein reines Angriffsministerium. Wir wissen, Amerika ist hochverschuldet, wir wissen, diese Schulden können nie mehr zurückbezahlt werden, man kann wieder nur durch einen Krieg hier sozusagen einen Reset schaffen. Und jetzt gerade erleben wir, wie in Europa hochgerüstet wird, damit man mit einem vermeintlichen Gegner, der inszeniert ist, hier wieder das System resettet. Und bei aller Liebe, wenn ich jetzt von Liebe rede, wenn ich die nächste Generation ansehe, dann finde ich, ist es unsere Pflicht, bei solchen Schreiben, dass wir alle miteinander aufstehen und sagen, du bitte, hört uns auf zu verarschen, sondern mach das, wofür ihr eigentlich bezahlt werdet, entwerft ein Geldsystem, welches nicht immer wieder neues Leid verursacht. In diesem Sinne alles Liebe.